auf dem Spieltagsmagazin der Erfurt Indigos. Wir haben heute wieder als Gesprächspartner den Coach Steffen Bülling. Hallo. Hallo. Jo, Steffen. Es ist knapp 2 Wochen her, da war das große Highlight, das Saison-Highlight. Wie war die Stimmung? Das Spiel im Stadion, Stimmung war super. Tag war super, Stimmung war super, Fans im Rücken waren echt ein mega Antrieb. Start war holprig mit einem 19-0 Rückstand. Aber die Mannschaft hat sich einfach super zurückgearbeitet. Also es war echt ein mega geiler Tag. Auch von beiden Fanseiten aus, Jena-Fans, Erfurt-Fans, die haben echt Stimmung im Stadion gemacht. Und von daher gelungenes Event, wo wir gerne auch weiter in Zukunft anknüpfen wollen. Vor allen Dingen auch gerne weiter im Bereich Fanfest mit den anderen Vereinen. Richtig, es war ja nicht nur euer Spiel, es war ja richtig was los von früh bis spät. Also alle Footballer zufrieden und am Ende hat es sportlich auch gestimmt. War es sowas wie das, der kleine Funke, den man braucht, um so ein Spiel auch mitzukriegen? Also ich glaube, die Aufholjagd definitiv mit dem Publikum im Rücken, das hat definitiv gepusht und geholfen. Ne, ob die jetzt an einem regulären Spieltag so möglich gewesen wäre, weiß ich nicht. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen Probleme gehabt, ins Spiel reinzukommen. Da hat uns Jena ganz schön überrumpelt. Das haben sie gut gemacht. Aber ab dem Moment, wo wir diesen Turnover hatten und die ersten Punkte gemacht haben, entwickelte sich die ganze Stimmung im Team dazu, dass man sich recht sicher war, dass man das Ding am Ende des Tages holt, sondern eine Frage der Zeit ist. Und zwar irgendwie ein typisches Jena-Erfurt-Spiel. Wir sind ja bis auf die eine Ausnahmesituation alle immer knappe Kisten gewesen. Das ist wohl wahr. Aber ihr müsst den Fans ja auch was bieten, das ist es. Sportlich ist es sowas wie eine kleine Rückmeldung. Ihr habt euch also in das Ligageschehen wieder zurückgemeldet? Genau, also definitiv extrem wichtig gewesen für den Anschluss. Ne? Also der Sieg war nötig, um in der Tabelle dran zu bleiben, um relevant zu bleiben. Jetzt müssen wir halt gucken, am Wochenende steht Dresden an. Dresden ist unser direkter Konkurrent für den dritten Platz in der Liga. Der dritte Platz ist eigentlich das, was wir brauchen, was wir haben wollen. Weil im vierten Platz musst du in die Relegation gehen und in der Relegation wirst du gegen die extrem starke Berliner Gruppe spielen, was nicht die charmanteste Version des Saisonendes ist. Gut. Du hast schon gesagt, Dresden kommen, die zweite der Monarchs. Zweite Mannschaften haben immer so ein bisschen den Ruf als Wundertüte. Wisst ihr so, was auf euch zukommt? Ja, die Monarchs haben einen guten Saisonstart gehabt, einige Spiele knapp gewonnen. Dadurch auch tatsächlich zwischendurch ja den ersten Tabellenplatz gehabt. Aber halt sehr knappe Kisten. Ne? Also das hätte auch genauso gut in die andere Richtung gehen können, dass die Spiele in Leipzig und gegen uns nicht gewonnen hätten. Und da hätte das ganz anders ausgesehen. Und in den letzten Spielen hatten sie auch ihre Anlaufschwierigkeiten. Ob die jetzt von der ersten Mannschaft profitieren oder nicht profitieren, da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Zeiten. Ne? Ich habe gehört, die zweite Mannschaft musste auch Ader lassen, um mit der ersten Mannschaft quasi nachzusteffen. Da weißt du nie, an was du bist. Was definitiv, glaube ich, bei der zweiten Mannschaft immer klar ist, die haben gute Strukturen, die haben gute Trainer. Also daran sollte es nicht mangeln, ein Spiel vorzubereiten. Gut. Was erwartet also die Zuschauer, die hoffentlich zahlreich kommen? Auch wenn ich es mir anders wünschen würde, ich glaube, ein extrem knappes und enges Spiel. Ne? Wir waren relativ gut aufgestellt in Dresden, haben uns dort einen guten Kampf geliefert mit Dresden, hatten dort ein paar Probleme mit unserer Offense. Wenn wir unsere Offense noch ans Laufen kriegen, gehe ich positiv in das Spiel rein, aber wir werden es nicht geschenkt kriegen. Das sollte keiner erwarten. Gut. Für alle, die kommen wollen, kurz entschlossen sind, wann geht's los? Am Samstag 15 Uhr hier auf dem Sportplatz Essener Straße. Kommentator wird da sein, Hüpfburg wird da sein. Das übliche familiäre Geschehen hier am Platz. Wir freuen uns auf jeden Zuschauer, der kommt. Super, dann drücken wir euch die Daumen, hoffen, dass wir dann die vielen Leute bei uns über euren Sieg lesen können. Bis demnächst. Vielen Dank. Werdet Teil der Indigos. Komm vorbei.